Moment. Hussa! Gut, im Eichhörnchen töten bin ich anscheinend nicht so gut. Ich stütze mich ja gerade so ein bisschen auf die Fackel, allerdings brennt die ja nicht mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Aber da hinten ist doch mal eine Hütte, vielleicht können wir da drin irgendwie ein bisschen Schutz suchen. Also ich weiß auch gar nicht, wie groß die Insel an sich ist. Man sieht da hinten ist nochmal eine Statue. Wir sind ja gerade, glaube ich, schon an einer vorbeigelatscht. Vielleicht sind wir auch nur einmal... haben nur einmal einen Rundlauf gemacht. Das kann ich gerade noch gar nicht beurteilen. Und irgendwie müssen wir uns halt zum einen heilen und wahrscheinlich auch von dieser Insel runterkommen, beziehungsweise überleben, also... Ach, guck mal hier. Das möchte ich eigentlich jetzt gerade gar nicht haben. Werf das mal wieder weg. Ich möchte meine Fackel behalten. Es ist meine Fackel. Okay, wir haben... Das ist so eine Art kleines Signalfeuer oder sowas. Das ist schon mal ganz praktisch. Damit wurde gespeichert und jetzt schaue ich mal hier drin um in der Hütte. Oder warte mal. Um die Hütte rumzulaufen ist vielleicht auch immer ganz praktisch. Vielleicht findet man dort irgendwas. Okay, was ist das hier? Wahrscheinlich wieder so ein Kartografie-Table. Warum haben die denn hier auch so weit auseinander gelebt? Das verstehe ich gar nicht. Was sind das für Notizen? Irgendwas zu pflanzen oder so? Ey, der mal mit seinem Finger hier, ne? Tatsächlich, Basic Medicines. Also hier haben... Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das gefunden haben. Okay, das heißt, das sind die Pflanzen, die man benutzen kann. Guck mal, sowas haben wir schon, um eben gewisse Sachen zu erschaffen. So Tränke und so Gedönsens, ne? Das kennt ihr ja alles. Und so... Übrigens, glaube ich, tatsächlich sehr viel selbst gezeigt. Selbst die Schrift am Anfang, die ihr auch im Thumbnail sehen könnt, ist vom Entwickler selbst gezeichnet. Ich habe ja mit denen geschrieben, sehr, sehr freundlich und alles drum und dran. Und die können wirklich den Support von euch gebrauchen. Das heißt, selbst wenn das Ganze hier technisch noch nicht so gut optimiert ist jetzt in diesem Video, werden die wahrscheinlich bestimmt auch irgendwie einen Patch nachreichen oder sowas in die Richtung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da gar nichts mehr kommt. Und wahrscheinlich läuft es auf neueren Rechnern auch deutlich besser als jetzt auf meinem PC. Ich habe meine Fackel nicht mehr dabei, oder? Scheißendreck. Das ist unklug. Ich gehe mir mal wenigstens da hinten kurz so einen Holzstock mitnehmen, damit ich damit irgendjemand verprügeln kann, falls irgendjemand auftauchen sollte. Ist ja eigentlich nur eine Slenderman-Mod. Ja, ist ja ganz klar. Sieht man ja auch im Titel. Slenderman arrives in the jungle. Also Klicks bekommen wird's dadurch bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Ah, komm. Hallo? Is anyone out there? Ja, irgendwie habe ich es weder mit dem Treffen noch mit dem Weitwerfen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Kraft noch so niedrig ist. Ich laufe jetzt einfach mal weiter wild durch die Prärie. Ich weiß bisher, dass nicht sonderlich viel passiert, aber naja, das ist ja auch okay. Wir haben einen Toten und eine Krankheit, die sich kaum heilen lässt, außer man findet irgendwie drei verschiedene Zutaten. Das ist toll, das ist super, das ist klasse, das ist wirklich... Ich sehe dem Ganzen hier sehr optimistisch entgegen. Hallo? Das kam nicht nur leicht überraschend, das kam sogar sehr überraschend und finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Weil man kennt das ja irgendwie von Shooter, man rennt einfach durch die Gegend und macht sich nichts draus oder sonst was. Aber hier kriegst du halt voll auf die Fresse, wenn man Pech hat. Ich kann das ja mal probieren mit dem Schwimmen. Vielleicht darüber zu kommen. Ich glaube, ich bin zu schwach dazu. Aber es wird Nacht, ich will nicht mehr auf dieser scheiß Insel bleiben. Schön ist auch hier das Lichtspiel eben, dass wenn man näher zur Sonne läuft, dann wird es heller und sowas. Das ist alles wirklich toll gemacht. Aber wie man sieht, noch nicht ganz gut optimiert. Man sieht auch die Wasserübergänge, ne? Und hier hinten hat man ganz, ganz stark, nennt man das Tiering? Ich weiß es nicht. Also man hat eben diese Striche und alles drum und dran. Das ist natürlich jetzt nicht das Schönste. Aber guck mal, was wir hier gefunden haben, ey. Geil, Omatico. Da haben wir gleich einen Blumenstrauß gepflückt. Ein Fapakee. A tall flowering plant, blablabla, und so weiter und so fort. Können wir nochmal ranzoomen. Finde ich auch super, die Funktion, ne? Also ist jetzt nebenher einfach mal so ein kleiner Ersteindruck-Test, den ich hier mache, eben in verschiedene Gameplay-Commentaries, nennt man das ja, gesplittet, kein komplettes Let's Play, einfach nur mal angezockt. Ihr kennt das ja von mir, das habe ich ja zum Beispiel bei schon Spielen wie Lucius gemacht oder Synod. Hier werde ich es aber splitten, weil das ein bisschen sinnvoller ist, auch für mich vom Arbeitsaufwand her, muss man ganz klar so dazu sagen. Ach, guck mal, da haben wir schon mal einen Kopf, da sind wir mal am Kopf angekommen. Vielleicht gibt es da irgendwas Spezielles, keine Ahnung, ich denke mal nicht, dass die irgendwie Haargel da haben werden oder sowas, weil die haben ja alle keine Haare. Aber ich bleibe aus dem Grund an der Küste, dass ich im Notfall fliehen kann. Falls hier... Wie sieht's denn aus? Ja, um 7 Uhr wird es wahrscheinlich spätestens dunkel werden, denke ich mal. Auch hier sehr schön, der Lichteinfall. Das ist wirklich toll gemacht. Natürlich nicht auf dem heutigen Standard, ganz, ganz klar. Aber trotzdem für ein Indie-Spiel von zwei Leuten, wie man das am Anfang irgendwie ablesen konnte. Also ich glaube, es sind nicht mehr als zwei Leute tatsächlich. Ist das schon eine beachtliche Leistung meiner Ansicht nach? Na, kann man dir vielleicht irgendwie so ein bisschen in den Ohrmuschel poolen oder den Nacken kraulen oder...
Sieht nicht so aus. So, ich probiere das jetzt nochmal aus. Und es passiert natürlich das gleiche wie vorher. Ist auch total actionmäßig und geil und sowas. Und ich habe übrigens Fieber bekommen. Das ist jetzt nicht sonderlich toll. Das heißt, man kann auch Krankheiten hier bekommen. Das habe ich auch schon... Was ist das? So, dich hätte ich gern weiterhin bei mir. Und... das ist jetzt doof hier gerade eben. Also mit dem Fieber komme ich, glaube ich, nicht sonderlich weit. Hier, use medicine. Und dadurch wird natürlich auch die Sicht verschwommen und alles drum und dran. Also jetzt haben wir wirklich die Kacke komplett am Dampfen hier gerade eben. Das war nicht sonderlich schlau, die Aktion da irgendwie halb runterzufallen. Also man muss sich hier tatsächlich um seinen Hauptcharakter auch so ein bisschen kümmern, ja? Und darf nicht die größte Kacke zusammenlaufen, ansonsten hat man halt Pech. Keine Ahnung, ob ich hier jetzt noch irgendwas finden kann, was mir irgendwie was bringt. Da oben ist nochmal so eine Art Kopf. Ich versuche jetzt mal einfach da hochzulaufen. Wir haben auch einfach mal alles verloren. Einen Stein kann ich ja irgendwie noch einpacken, wenn hier irgendwo einer rumliegen würde. Kommst du da hoch? Komm. Komm. Ah. Jetzt hat er gleich zwei Krankheiten auf einmal. Das wird immer... Kollege! Da! Da bist du! Bleibst du bitte! Also es ist ja wohl nicht zu fassen hier. Ich nehme übrigens jetzt mal einen Stein mit. Einfach aus, Kind. Sag mal, ist der eigentlich nie klettern gewesen irgendwie mit drei? Hat der andere nur mit Barbie-Puppen gespielt, dass er das nicht kann? Er ist ja auch ein Arsch übrigens so nebenbei. Habe ich ja noch gar nicht, glaube ich, ausführlich genug erwähnt. Er ist ja ein Arsch, das stand ja im Intro, dass ich wirklich, wirklich auf Deutsch übersetzt habe. Ich bin immer noch stolz auf mich. Ich dachte mir einfach so, hey, weil das so die Ausgangslage ist. Du bist doch nicht zu fassen hier. Gut, dann gehen wir halt außen rum. Wollte ich das wenigstens so ein bisschen ansprechender gestalten. Aber man merkt ja auch, das ist hier... Gut, man versteht die Grundstory mit basischem Englisch, genau, das ist basisch, ganz klar, mit chemischen Begriffen. Also man versteht die Grundstory locker mit einem Grundenglisch. Diese fachmedizinischen Begriffe, die drin vorkamen, die verstehe natürlich auch ich nicht. Geschweige denn, die würde wahrscheinlich nur ein englischer Akademiker verstehen. Deswegen kann man es als Deutscher wahrscheinlich trotzdem spielen oder als Deutschsprechender. Okay, wir haben wirklich ein Problem jetzt gerade in unserer Backe. Unser Hauptcharakter ist am... Oh, guck mal, da unten an, da ist ein Baum, der sieht irgendwie besonders aus. Ich weiß nicht genau warum, aber... Ja, hallo, ich bitte reinfallen. Was ist das? Schimmelpilz, geil. Oder Steinpilz wohl eher. Gray Shell Fungus. Okay. Also, wir haben schon viel entdeckt von der Insel. Ich möchte natürlich möglichst viel zeigen jetzt in diesen vier Videos oder wie viele es am Ende auch immer werden. Deswegen nicht mit allzu viel Fortschritt rechnen, sondern eher mit so einem Rundumblick über das Spiel. Ich denke, das wird auch immer sehr variieren, das Spielerlebnis. Wird individuell sein und wir sind durstig. Das ist natürlich auch nochmal saugeil. Was ich jetzt gerade eben machen möchte, ist zu dieser Feuerstation kommen, damit erstmal gespeichert wird, was wir bisher erreicht haben, in riesengroßen Anführungsstrichen. Das heißt die da oben. Und was dann passiert, das weiß wohl nur der Himmel selbst. Oder wohl eher die Hölle, denke ich mal. Komm, das schaffst du da noch hoch, bitteschön. Aber hier muss doch wenigstens irgendjemand noch... Kann ich das jetzt eigentlich anzünden ohne Fackel? Scheißendreck, ne? Nein! Bleib da oben! Du verreckst nur schon wieder. Ich laufe jetzt einfach mal in den Wald rein. Ich brauche ja Wasser. Das ist, glaube ich, ganz klar Salzwasser, was wir da unten... Und mit etwas Pech landet man auch gleich drin. Japp. Okay, der Baum hat ihn aufgehalten. Und jetzt überrollen wir uns gleich wieder, wenn wir Pech haben. Kann das trinken? Ich weiß nicht. Habt ihr das gesehen? Nachtgeräusche. Wir können unendlich Steine reinwerfen. Das ist natürlich auch ganz toll. Ey, scheiße, Leute. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht vom Ufer weg. Da bin ich jetzt mal ganz klar Pussy. Achso, Moment, warte. Wir haben ja... Guck mal. So. Wir haben ja da drin ein bisschen Wasser. Dann mach das mal auf und schluck mal schnell runter. Haben wir immer noch Fieber? Wahrscheinlich schon, ne? Aber... Ach, scheiße, Alter. Das ist doch echt zum Kotzen. Also wir können es jetzt eben nicht bringen, zum Beispiel darüber zu springen, darüber zu schwimmen. Das würde unser Hauptcharakter einfach nicht schaffen. Man sieht ja, der hat schon Probleme, mit dem Berg hochzukommen. Das ist echt gerade eben nicht das Gelbe vom Ei. Und ich hatte das auch nicht so erwartet, mein Gott. Ich wollte das doch... Oh, guck mal, das ist unser... Nein, das machst du langsam. Schnapp dir das da, weil damit können wir ein bisschen besser zuschlagen. Weil es wird ja ganz klar Nacht, wie man sieht. Ne? Wir haben schon fast 8 Uhr. Das ist Schlafensgehzeit für die meisten von euch. Für mich natürlich auch, ne? Also ich gehe mit meinen 18 Jahren immer um 8 Uhr ins Bett. Deswegen nehme ich das gerade auch um 11 unter der Woche auf, weil ich um 8 ins Bett gegangen bin. Bis 9. Und dann bin ich aufgestanden, um aufzunehmen.
Nein, bin ich nicht. So ein Schwachsinn. Natürlich nicht. Alter, die Geräusche gehen einem schon wieder hier, ne? Ich laufe den Weg jetzt einfach mal zurück und probiere nochmal zu der Hütte zu kommen. Frag nicht, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Also ich warte auf so ein ganz bestimmtes Ereignis, meine lieben Freunde. Vielleicht kennt auch schon jemand von euch das Spiel. Ist wie gesagt relativ neu, aber so einige von euch werden mir bestimmt wieder zuvor gekommen sein. Ich warte auf so ein bestimmtes Ereignis. Ich weiß nicht, ob ich dafür erst was auslösen muss oder ob das einfach bei Nacht passiert. Ich vermute fast, es passiert einfach bei Nacht und überrascht den Spieler hart von hinten. Ja, ich meine, dass das hier eine homosexuelle Urlaubsinsel ist und hier jetzt lauter Typen im pinken Tutu von hinten kommen mit Hallo, ich mach dich ja den Papa. Nein, natürlich nicht, ne? Also ich glaube, das meistgesagte Wort von mir letzte Zeit ist natürlich nicht. Ist da hinten die Hütte? Ja, geil, schön. War da auch ein Bett drin? Ich hoffe, da war ein Bett drin. Ich traue mich übrigens gar nicht mehr nach links zu schauen, weil ich Angst habe, dass irgendwas aus der Böschung geprescht kommt. Wie gesagt, Schwuler. Nein, ich habe nichts gegen Schwule, falls das jetzt irgendwie wieder hochkommt. Das war einfach nur ein Witz. Das hättest du ebenso mit keine Ahnung was bringen können. Mit Harald Glöckler klonen oder sowas. Ist der schwul? Weiß ich gar nicht. Ist ja auch egal. Jedem das Seine, sage ich immer. Nee, sage ich nicht immer. Also einfach jedem das, was er will. Das passt besser als jedem das Seine. Ich gehe jetzt mal pennen und wahrscheinlich wache ich auf und habe irgendwas im Gesicht, was mich umbringen will. Wäre jedenfalls spaßig. Nee, oder? Nee. Nee, geh wieder ins Bett. Geh wieder schlafen. Nein. Um die Uhrzeit gehe ich nimmer raus, ja? Habt ihr das gesehen, wie verdammt dunkel das war? Da setzt mir doch kein Hund mehr vor die Tür. Nö, da gehe ich nicht raus. Das kann man. Guck mal, jetzt bin ich wieder okay. Ich habe mich über Nacht von meinem Fieber geheilt. Alter, so eine Assi-Nummer das Spiel. Also ich wollte da jetzt wirklich nicht raus. Weil dann hätte ich wieder geweint wie so ein kleines Mädchen und dann wäre das wäre nicht gut gewesen. Nee. So, übrigens können jetzt all diejenigen, die sich gerade in den Kommentaren über die Schwulenwitze aufgeregt haben, obwohl es war eigentlich kein Schwulenwitz, es war einfach nur ein Witz bezogen auf die Insel, die können sich jetzt auch wieder dem Video widmen. Also ich bin hier oben, ne? Okay, dankeschön. Ach, ich bin ja so witzig, ne? Wie ich hier auf meine Zuschauer eingehe. Nein, das sind nicht meine Zuschauer, das sind ja höchstens Leute, die mit gewissen Humorformen nicht klarkommen, die bei sowas sich einen abnippeln. Und das sind ja inzwischen die wenigsten. Die Welt wird ja immer offener gegenüber schwarzem Humor vor allem. Fast schon zu offen in manchen Bereichen, möchte ich behaupten. Aber das ist kein Thema für dieses so wundervolle Survival-Let's Play hier. Das bisher so viel mit Survival zu tun hat wie meine Oma mit Harley Davidson. Ja? Ach stimmt, die war doch in einem Biker-Club, oder? Ja, natürlich. Ja, okay, gut, das war ein schlechter Vergleich. Ich laufe jetzt einfach mal durchs hohe Gras. Vielleicht taucht gleich ein Pokémon auf. Bum. Was für ein krasser Witz, ey. Ich bin begeistert von mir selbst. Und viel tut hier nicht happening, ne? Es ist auch gar kein richtiger Dschungel, glaube ich. Es ist so, keine Ahnung. Guck mal, da leuchtet was. Was ist das jetzt? Sumpfgebiet. Nicht, dass ich jetzt gleich irgendwie auf die Mönche aus Gothic treffen und mich denen anschließen kann und ein bisschen Sumpfgras rauch. Wäre natürlich super spannend. Guck mal, da ist Wasser. Also bei der nächsten Nacht werden wir rausgehen. Ich glaube, ich beende sogar fast das Gameplay-Video mit der nächsten Nacht. Oder die Gameplay-Video-Reihe. Ah, diese tolle Leck-Party hier, die wirklich jedem so viel Spaß gemacht hat. Ob wir hier drin übrigens irgendwas finden, weiß ich nicht. Kann ich eigentlich mit dem M eine Map aufrufen? Kann ich. Okay. Ja, okay, alles mit Landmarks und sowas, das möchte ich mir eigentlich jetzt gerade gar nicht antun. Alter, guckt euch das mal an. Wie verdammt riesig diese scheiß Insel sein muss. Das ist ja mal gar nicht mehr feierlich, alter Verwalter. Ich glaube, ich muss übrigens auch mal so langsam was essen, ich werde bestimmt bald hungrig. Das heißt, irgendwie einen Vogel erschlagen gehen oder keine Ahnung was. Bisschen Gras essen oder rauchen. Aber leider habe ich ja unsere Fackel verloren, die immer irgendwas angezündet hat, egal ob sie gebrannt hat oder nicht. Keine Ahnung, wo wir sind, Alter. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen an den Wald, den ich vor der Haustür hab. Alter, Digga, schwört voll unnötig. Was irgendwie beunruhigend ist, ne? Mal ein bisschen baden kann nicht schaden. Das hat sich sogar gereimt. Ein bisschen baden kann nicht schaden.
ist hier irgendwer, vielleicht ein hässlicher Teddybär. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Hasi. Das ist jedes Mal so lächerlich. Ich werde, glaube ich, niemals in meinem Leben was getötet bekommen hier. Warum konnte ich eigentlich das Messer nicht... Alter, ich kriege hier so eine Paranoia gerade eben. Krass. Also hier bei Nacht durchzulaufen, das ist, wer das macht, hat meinen vollsten Respekt natürlich. So, jetzt habe ich 3 Stück aufgenommen. Ich glaube, mehr ging nicht. Mehr kann er in einer Hand nicht mitschleppen. Ah, komm, drüber. Und ansonsten ist hier in dem Wald echt nicht viel los. Ist denn so eine Art Höhle? Kommt mir das gerade nur so vor? Ich weiß es nicht. Ich hätte ja gerne einfach nur einen Kumpan dabei. Keine Ahnung, auch wenn es so eine Katze ist, die irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend miaut. Das wäre immerhin irgendwas. Und nicht einfach so die komplette Leere und auch nur dieses Vogelgezwitscher. Ich meine, das ist ja nichts, woran du dich festhalten kannst, ne? Also außer die ganzen Farne und Bäume hier. Und dass wirklich niemand von der Forschungsstation hier rumbaumelt, aber absolut gar niemand. Klar, es ist jetzt wieder Tag, ist alles schön und gut und da hinten ist irgendwas. Ich weiß bloß nicht was.